Wieso? Willkommen zurück zu Let's Play Stranded Deep. Ja. Und ich weiß nach einer Woche vielleicht schon nicht mehr, was wir gemacht haben. Wo wir sind, waren wir jetzt schon da hinten? Ich weiß es nicht. Wir tauchen einfach mal hin. Und mir ist aufgefallen, wir... Oh, warte. Ach nee, Macheten haben wir mitgenommen. Ich weiß nicht mehr, woher. Verdammt. Ich muss mal wieder einen Slot immer frei haben, dass ich Screenshots machen kann. Weil ansonsten... Da kann ich nämlich keine vernünftigen Thumbnails machen. Aha! Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre was Böses. Ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Okay. Gut. Ich muss mal ganz kurz... Ich weiß gar nicht, das ist doch... Wie lange ist denn das her? Vorgestern, glaube ich. Vorgestern habe ich... Ich weiß jetzt schon... Oh Gott. Gruselig. Okay, also da waren wir drauf, genau. So, dann mal ganz kurz hier starten. Abgucken. Starten. Okay. Ja. Ein Hai. Haben wir den nicht sogar schon angeboxt? Ein sehr schönes Geräusch auch. Hört sich sehr realistisch an. Hört sich eher so ein bisschen nach einem... Ich weiß nicht, was ich das anhöre. Und dann, na, auf jeden Fall nicht nach einem... Ach, verdammt, ich kann nicht reden. Ich muss mich mal ganz, ganz konzentrieren, ey. Warte mal, sonst... Ha, jetzt habe ich eine Idee. Ich gucke mal ganz kurz die letzte Folge an, weil ich weiß absolut nicht mehr, was wir gemacht haben und was wir jetzt machen wollten. Bis gleich. Okay, ich habe gerade mal nachgeguckt. Also wir haben als letztes die Wracks durchgeguckt. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns hier noch ein Lager extra errichten oder nehme ich jetzt einfach die Sachen und fahre weiter? Weil am Ende bringt uns das eh nichts. Hier jetzt, um zu warten. Oh Mann, ey, warum muss ich so viele Sachen mitnehmen? Nein! Und warum werfe ich die Sachen auch noch weg? Das ist natürlich... Fuck! Mann. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hätte schon können, es hat gerade geregnet. Geil ist auch, ja, dass ich, Dingensbummens verletze. Hier. Oh. Urheberrechtsverletzung begehe, beziehungsweise, naja, was heißt das? Also ich kann halt die Videos, wo es regnet, nicht monetarisieren, weil mir die Rechte zu dem Audio-File des Regens fehlen. So. Ist es jetzt so klug, loszufahren? Ja, wir werden es einfach tun. In der Geschwindigkeit? Okay, sehr gut. Komm her. Okay, ich hab geklappt. So. Ziehen das Teil jetzt hier hoch und dann versuchen wir... Scheiße, ey, was soll ich denn davon wegwerfen, bitte? Okay, so richtig verstehe ich noch nicht, warum das hier die ganze Zeit so flackert. Aber naja.
So, und hier muss irgendwo noch... Ja, alles klar. So. Hier kommt was liegen. Okay. Gibt's da durch die Starkseite? Da hinten liegt ein Wrack. Ah, super, und es wird dunkel. Ach komm, wir warten mal bis morgen, oder? Alter, jetzt ehrlich, wegen einem Feuerzeug und zwei Bandagen komme ich nicht mehr vernünftig voran, oder was? Mal gucken, was kann ich denn wegwerfen von dem, was ich jetzt gerade im Inventar habe. Feuerzeug bringe ich auch, das ist wichtig. So, oh, Tube Air. Cool, okay. Wie viel von Deeper Divers? Wie viel, also, wird das nicht irgendwann leer? Also wenn das mittlerweile nicht mehr leer geht, dann ist das schon sehr... sinnvoll. Wenn sich davon die ganze Zeit eine Drehung geben kann. Vitamine, auf jeden Fall, falls wir mal eine Feuerfische in die Fresse klatschen. Eimer brauchen wir auch, um Sachen abzukochen. Eine Flasche Wasser natürlich, auf Bord, auf See. Aber das auch nicht den geringsten Sinn. Ja. Gut. Also das Einzige, was ich entbehren könnte, wären die Bandagen. Beziehungsweise ich kann ja das, weil irgendwie ging das ja mit dem, mit der Flasche Wasser, die war schon mal ganz gut. So, vielleicht, ach nee, ich habe jetzt nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Vielleicht geht's jetzt trotzdem besser. Aber ich werde trotzdem mal gucken, dass ich hier... Mano! So. Dass ich hier ein Bett baue, dass wir schlafen können. Wir haben noch nicht schon ein Bett gebaut, oder? Nein, okay, haben wir nicht. Stehen hier zwei Jukas nebeneinander. Sorry, dass ich nicht so viel rede, aber ich bin im Moment ein bisschen, beziehungsweise ich bin, ja, also. Ich hatte gestern hatte ich richtig den Fluss, Alter. Nee, vorgestern, das ging richtig gut. Da konnte ich einfach die ganze Zeit reden und reden und reden. Und jetzt gerade ist es irgendwie relativ schwer zu kommentieren, weil ich bis jetzt gerade eben eigentlich nur Fernsehen geguckt habe. Und dann, naja, ist das ein bisschen schwer, sich danach direkt wieder darauf umzustellen, dass man selber jetzt den Content liefert. Den vielleicht, ja, wenn es gut läuft, andere Leute gucken. Also, ne? Und so. Eine Übung. Und davon steht noch die nächste. Das ist gut. Mir ist auch aufgefallen, dass Sounds wie Regen zum Beispiel oder so viel zu laut waren. Also man konnte mich zwar noch verstehen, aber naja. Und das Feuerprasseln zum Beispiel auch zu laut. Und so Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stöcke man jetzt eigentlich braucht. So, dann gehen wir mal eben darüber, bauen unser Bett. Ich brauche nur 6 Sticks, okay. Gut zu wissen. So, jetzt hätte ich wahrscheinlich hungern wie ein Elender oder Hunger haben wie ein Elender. Yep. Aber dagegen kann man ja, ne? Und so. Dafür gibt es ja Kokosnüsse.
Okay, sehr gut. So, dann essen wir das Ganze mal und dann versuchen wir mal da vorne zum Wrack zu fahren, wo, was ich gerade eben gesehen habe. Weil ich das dann doch ein bisschen interessant fand. Und spannend, was da vielleicht so drin sein könnte. Und dann müssen wir uns so langsam mal endlich darauf einstellen, dass wir vielleicht mal irgendeine Insel auserkoren, ja, und so. Dass wir mal ein bisschen bauen, wirklich. Also versuchen, uns ein Haus zu bauen und so. Weil leider bietet dieses Spiel ja noch nicht so viel mehr, ne? Also halt durch die Gegend fahren und Sachen finden und so, das ist ja auch ganz cool eigentlich, aber ich weiß halt nicht, was da noch kommen könnte. Wenn es dann Multiplayer gibt, ist es noch wieder was anderes. Wie viel Hunger habe ich eigentlich noch? Ich habe noch einen Hunger, Leute. Das geht so nicht. Krabbe kann ich nicht essen. Potato. Gut, dass du das hast. Okay. Haben wir davon noch eine vielleicht? Nein, nein. Wirklich nicht. Hallo, Potato. Hallo. Boah, ist ja nett. Gut. Achso, Kartoffeln muss ich dann auch wieder extra nehmen. Ja gut, ich finde das müssen die aber nochmal verändern und verbessern. Aber wo war denn jetzt das vermeintlich andere Wrack? Das war hier auf dieser Seite, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Vielleicht sieht man es auch erst, wenn man näher dran ist. Ich bin mir fast sicher. War hier. Beziehungsweise also in der Nähe. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ein Kompass, ein Feuerzeug, eine Wasserflasche und drei Kartoffeln sollen das Teil hier in Schlagseite, auf Schlagseite bringen, ja? Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Aber jetzt erstmal schön zu erfahren, was ich da in der Nacht gesehen habe. Es war hier irgendwo. Schaumkronen. Oder diese Luftblasen halt. Bin mir sowas von sicher. Sowas hier zum Beispiel. Aber halt. Erst muss ich irgendwie einen Platz im Inventar freimachen. Das kriege ich nicht rausgekeyt oder wie auch immer man das nennt. Okay. Kartoffeln haben wir bereits verloren. Und tschüss. So. Okay. Ha! Jetzt kann ich direkt eine These dazu aufstellen. Wow, ihr seid ja witzig. Achso, Mut vorher, ja, komm, ey. Oh, hallo? Spiel, wie wär's, wenn du jetzt gerade nicht abkackst? Shift, Tab, Luft.